Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Pro Cycling Manager 2014. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte nichts Falsches sagen. Ab 21. Juni? Ist das richtig? Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich spiele es ehrlich gesagt privat nicht mehr. 21. Juni ist richtig. Ab 21. Juni müssen wir also uns um Verträge kümmern. Das heißt, bis dahin haben wir noch Zeit. Wir lassen jetzt Linus Gerdemann hier mal mitfahren. Grand Prix Luxemburg könnten wir fahren, könnten wir uns drum kümmern. Habe ich aber ehrlich gesagt nicht so die Lust drauf. Da bin ich mal ganz ehrlich. Drum simulieren wir das Ganze mal. Lassen mal so ein bisschen die zweite Reihe ran, die noch wenig Renntage bis jetzt auf dem Konto haben. Die dürfen jetzt da mal mitfahren. Der Vessey darf da auch mal mitmachen. Dann dürfen die das mal fahren. Gerdemann ist ja in guter Form. Der könnte ja durchaus was reißen hier. Aber wir simulieren jetzt mal durch. André Grifko gewinnt das Auftaktzeitfahren von der Astana-Mannschaft. Ah, es ist ein Prolog. 5 Kilometer ging der lang. Und dort wird Gerdemann 42. 21 Sekunden Rückstand. Naja, das ist nicht sonderlich berühmt. Ja, und ich möchte einfach mal ein bisschen vorankommen. Hier, Benelux-Rundfahrt. Wir haben eine Einladung bekommen. 8 Einladung. Ah, nee, noch nicht. 12. Juni wird bekannt gegeben, wer mitfährt. Okay, Gerard Ciolek fühlt sich nicht wohl. Wir werden die Situation beobachten und sie auf dem Laufenden halten. Alles klar. Dann gibt es, glaube ich, gleich ein neues Rennen. So, Strategie ist natürlich alles für Gerdemann, ganz klar. Gerdemann ist unser Kapitän hier in dem Rennen. Und dann kommt ja bald die Slowenien-Rundfahrt. Die werde ich allerdings erst in der nächsten Aufnahme starten. Und diese Aufnahme, die wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich die anfange. Einfach aus dem Grund, weil ich natürlich schauen möchte, was schlagt ihr mir so vor für Transfers? Oh, das hier ist ein schönes Rennen für Konovalovas. Aber der ist krank. Virusinfektion, ja schade. Das wäre ein Rennen für ihn gewesen auf jeden Fall. Haben wir irgendeinen guten Sprinter, der momentan Zeit hat? Ciolek. Wäre wieder langsam in Form. Wir nehmen mal Regulgel und Reimer mit. Und dann schauen wir wieder nach den Renntagen. Nehmen wieder Leute mit, die möglichst wenig Renntage haben. Stauf hat echt wenig Renntage? Krass, hätte ich nicht gedacht. Es kam mir so vor, als wäre Stauf überall mitgefahren. Oder fast überall zumindest. So, und dann, wir simulieren jetzt mal ein bisschen. Weiß nicht, wie ich das Ganze schneide. Gerard Ciolek hat wegen seinen anhaltenden Erschöpfungszuständen seinen Hausarzt konsultiert, der ihm Ruhe und Vitaminfällen verschrieben hat. Er dürfte bald wieder einsatzfähig sein, es besteht kein Risiko, ihn fahren zu lassen. Er ist nur sehr geschwächt. Alles klar. Aber Ciolek, der darf noch ein bisschen chillen. Den werden wir jetzt noch nicht ranlassen. Gerard Ciolek, der soll ja bei der deutschen Meisterschaft dann wieder in Topform dabei sein. Ja, dann gucken wir mal, wie ist das denn? Slowenien-Rundfahrt hört am 22. auf. Das wäre genug Zeit zum Regenerieren. Gibt es dort eine flache Etappe? Ja, die gibt's. Das wäre eigentlich ein gutes Vorbereitungsrennen für Ciolek, oder? Ich meine, die Tour de la Mayenne hätte auch mitfahren können, aber er ist ja momentan ein bisschen krank. Da möchte ich ihn nicht hinschicken. Oder nur sehr, sehr ungerne. Ciolek ist wieder gesund, freut mich. Wir simulieren einfach mal so ein bisschen munter voraus. Ich weiß, wie gesagt, noch überhaupt nicht, was ihr mir für Transfervorschläge gemacht habt. Wer euer Wunschfahrer ist und wer nicht, sonst würde ich darauf natürlich sehr, sehr gerne eingehen. Aber wie gesagt, das machen wir dann, sobald die Slowenien-Rundfahrt anfängt. Dann habe ich schon den Plan. Dann weiß ich schon, was ihr, welche Fahrer ihr sehen wollt und welche Fahrer nicht. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe mir natürlich auch selbst Gedanken gemacht, ist ja ganz klar. Kennt mich ja. Und was ich gerne sehen würde in dem Team, ist tatsächlich, das wären 4 Fahrertypen. Wenn wir nämlich den Aufstieg schaffen, sagen wir schaffen den Aufstieg und verlängern den Vertrag von Padilla nicht. Padilla kriegt 16.000 Euro im Monat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Konovalovas würde dasselbe auch nochmal bekommen. So, für das Geld würde ich mir super gerne einen Mann für die Gesamtwertung holen, der gut ist.
Nicht unbedingt Pierre Rolland, weiß ich nicht, ob der es unbedingt sein muss, oder Thibaut Pinot oder so, weil die wären wahrscheinlich schon ein bisschen zu teuer und zu gut. Mal schauen. Also einmal für die Gesamtwertungen. Was noch? Ich habe doch da so viele tolle Ideen. Gesamtwertung, ein Sprinter noch, einen zusätzlichen, das wäre super. Ein für hügelige Klassiker und ein fürs Flachland. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn wir Konovalovas behalten, dann haben wir auf jeden Fall einen fürs Flachland und sogar ein bisschen für den Hügel. Also ich glaube, den Vertrag von Konovalovas werden wir auf jeden Fall verlängern. Dann bräuchten wir noch einen zweiten Sprinter. Ich denke, das ist schon wichtig, denn Ziolek, klar, auf den lässt nichts kommen, der ist super stark. Aber Sparagli und Rigurigo jetzt nicht so sehr, vor allen Dingen, wenn wir halt, wir müssen ja in Hinsicht auf die Tour de France nächstes Jahr planen. So, jetzt erstmal der Tag der Wahrheit, dürfen wir bei der Benelux-Rundfahrt mitfahren? Nö, warum auch? Ey, wir dürfen nirgendwo teilnehmen. Außer Paris-Nizza und Mailand-Sanremo. Alles nur, weil wir schwarz sind. Habe ich langsam echt das Gefühl, ey. Das ist ziemlich nervig. Weiß auch nicht, warum es so ist. Aber auch das mit der Vuelta ist. Das habe ich dem Spiel immer nicht so recht verziehen. Ja, Vorbereitung Vuelta, ja. Nervst du mich mal. Jetzt wollen sie mich auch noch provozieren hier. Das ist ja unglaublich. So, ich habe nämlich auch meine Planung nicht mehr weitergemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ging bis zur Bayern-Rundfahrt eigentlich. Danach nicht mehr so. Das heißt, ich muss jetzt auch wieder planen, Slowenien-Rundfahrt und so weiter. Was kommt denn danach noch? Es kommt auf jeden Fall die Landesmeisterschaften, der Transferzeitraum, dann die Österreich-Rundfahrt. Ich muss mal gucken. Entschuldigt. Boah, was ist denn los, ey? Gerade reißt es mich irgendwie. So, wir gucken mal auf die Planung gleich, wenn wir dürfen. Yep. Planung. So, wir haben also die Grand Prix Solidarité. 5 Etappen. Flach und hügelig. Ja, nee, ehrlich gesagt nicht so Lust. Aber Österreich-Rundfahrt, die wird Hammer. Einmal bergig, zweimal bergig, flach, hügelig, flach, Zeitfahren, flach. Das wird eine interessante Rundfahrt. Die geht bis zum 13.07. Dann könnten wir die Vuelta a Portugal fahren. Erste Etappe ein kleines Zeitfahren, dann hügelig, flach, hügelig, flach, flach, bergig und Zeitfahren. Sehr interessant. Die würde bis zum 10.08. gehen. Ja, und hier wissen wir noch nicht so recht, was wir teilnehmen und was nicht. Oder wo wir teilnehmen und was nicht. Dänemark würden wir dann nicht fahren, weil wir schon in Portugal unterwegs sind. Tour of Colorado. Das wäre dann etwas, was wir fahren könnten. Classic Hamburg, wenn wir denn teilnehmen dürfen. Ja, und dann ist die Saison auch schon so gut wie um, weil hier noch so ein paar Eintagesrennen kommen. Also... Aha, mal gucken. Paris-Tour, glaube ich, habe ich unten noch gesehen. Das fahren wir mit. Also auf jeden Fall nochmal eine Chance, auf höchstem Niveau zu glänzen. Denn Paris-Tour, das wird hier im Spiel zwar als Zweitligarennen gewertet, gehörte aber früher zum Weltcup. Und der Weltcup bestand ja aus den 10 größten Eintagesrennen. So, Wildcard. Kandidatenteams. Wie viele dürfen? 7 Teams haben eine... Rennteilnahme beantragt. 3 Teams werden eine Wildcard bekommen. Oje. Das heißt, 4 Teams werden im Umkehrschluss keine bekommen. Ich fürchte fast, wir werden keine bekommen, obwohl mit Ziolek, Reimer und Staus sogar Gerdemann nicht zu vergessen, sogar gute deutsche Fahrer haben. Mehrere. Ah, gucken wir mal. Ach, jetzt ist schon Slowenien-Rundfahrt. Ah ja, okay, dann werden wir es nicht mitkriegen, leider. Zumindest noch nicht. Ich werde es in der nächsten Aufnahme dann mitbekommen. Nächste Aufnahme dann. Slowenien-Rundfahrt. Und dort nehmen wir mit
Ganze mal schon mal so vorsortieren. Wen könnten wir da mitnehmen? Ja, hier die beiden eigentlich, warum nicht? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ziolek, wie gesagt, darf auch wieder in den Start gehen. Und ein Bergfahrer hätte ich schon gerne dabei, aber irgendwie ist keiner fit, ne? Keiner fit. Ja, außer von Niekerk und Grimm, ey. Ja gut, dann fahren die beiden halt mit. Soll mir recht sein, soll mir recht sein, dann fahren die beiden halt mit. Es kommt natürlich auch darauf an, wer hier als sonst noch am Start steht. Wie sieht es mit den Zielen aus? Ist da alles Zufriedenheit? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir voll schlecht. Das haben wir nicht geschafft, das haben wir nicht geschafft, das haben wir nicht geschafft. Das haben wir gerade so geschafft. Das hätten wir beinahe geschafft, das haben wir überhaupt nicht geschafft. Geschafft, nicht geschafft, geschafft, geschafft. Okay. Bei der Colorado-Rundfahrt sollen wir eine Etappe gewinnen und Top 5 bei Paris-Tour. Bereitet sich denn eigentlich Ziolek auf das Rennen vor auf Paris-Tour? Weil sollte das so sein? Naja, auf die Weltmeisterschaft, aber das ist okay. Dann hat er noch ein bisschen Form bei Paris-Tour. Und die hier, die haben auch alle noch Ziele da hinten. Okay, okay. Das geht klar, das geht klar. Die sind alle im Oktober noch recht fit. Die haben alle noch im Oktober eine Zielsetzung. Das freut mich. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Zur nächsten Folge dann mit der Slowenien-Rundfahrt. Ich bin sehr gespannt auf eure Transfervorschläge. Und freue mich da schon so ein bisschen drauf, die mir durchzulesen. Und zu gucken, was davon zu realisieren ist. Insofern, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!